So, hi und hallo mal wieder, da ja die Euro 2016 fast vorbei ist, das Finale kommt ja bald und mir in mein Hauptstickeralbum noch 22 Sticker fehlen, werde ich natürlich jetzt ein paar Stickertütchen aufmachen. Auch ich habe sie schon, die Update-Stickers. Ich habe ja hier ein Unboxing von gemacht, welche Spieler das sind. Die sind also auch vollständig bei mir drin. Aber jetzt machen ein paar Stickertütchen auf. Und hoffen, dass ich meine 22 Sticker, die mir noch fehlen, auch finden werde. Und ihr postet mir natürlich, wie viel euch noch fehlen, ob ihr vielleicht auch schon vollständig habt. Ganz egal was. Hier könnt ihr mir alles posten. Oder solltet ihr mir auch alles posten. So. Einstellung ist besser. Aber wirklich auch mal posten. Vielleicht gibt es ja da draußen auch so ein paar Wahnsinnige, die ihr Stickeralbum schon vollständig habt. Soll es ja auch schon einige geben. Ich noch nicht. Mir fehlen genau noch 22 Stickers. Weil ich klebe es ja nur ein, wenn ich davor die Kamera öffne. Und wer natürlich jetzt erst mit die Euro 2016 Stickers anfangen möchte, ich werde immer unter ein Video versuchen zu verlinken, wo ihr sicher und bequem bestellen könnt. Günstiger teilweise auch schon, weil ist ja fast vorbei. Da sind die einzelnen Stickertütchen oder Display günstiger. Aber das wissen ja einige von euch, die immer wieder mal reinschauen. Aber jetzt hoffe ich mal, dass ich meine 22 Stickers noch finde. Solche Filme, glaube ich, noch 11 Stück Glitzerkarten. Die sind ja wirklich ziemlich selten. Könnt ihr mir ja auch mal zu posten. Ob bei euch in das Stickertütchen auch so wenige Glitzerkarten drin gesteckt haben oder sind. Aber ich muss sagen, ich glaube ein, zwei sind auf jeden Fall schon mal dabei, die ich noch nicht habe. Wären vielleicht immer weniger. Wenn das Video ja vollständig ist, klebe ich es erstmal ein, die mir noch fehlen. Und bei das nächste Video werde ich dann wieder berichten, wie viel mir dann noch fehlen. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Also hier die Deutschen, die sind schon alle komplett vollständig, wie sich das gehört. Ich hoffe auch, dass die ins Finale kommen, die Deutschen. Weil leider sind die Wikinger ja raus. Die hatten volle meine Unterstützung, meine Sympathie, muss ich ehrlich zugeben. Sogenannte Nobody sowieso. Und das war wirklich einer Verein, der mir richtig gefallen hat, von wo die kommen und wie sie gespielt haben. Aber jetzt genießen wir noch ein paar Stickers, die ich noch finden werde, weil meine Lieblingsvideozeit ist wieder vorbei. Ah, sind auch schon ein paar Doppelte drin. Das sieht aus wie gemalt. Euch habe ich vollständig. Aber wie ihr seht, ich habe jetzt wieder einige Tüten aufgemacht.
Eine einzige Glitzerkarte. So, zwei Tütchen werde ich noch öffnen für heute. Dann werde ich sie erstmal wieder einsortieren. Hoffe ich. Und wie gesagt, ihr postet mir bitte oder kommentiert mir, ob ihr eure Sammelmappe schon vollständig habt. Oder wie viel euch noch fehlen. Und auch bei euch in den Tüten auch so selten, die Glitzerkarten vorhanden waren. Würde mich auch echt interessieren. Also, das war jetzt mein letztes Stickertütchen. Wie gesagt, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt, werde ich immer unter dem Video verlinken. Das waren jetzt meine letzten Stickerspieler. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar zeigen, die ihr vielleicht noch nicht hattet. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.